Wir untersuchen Prozesse in der Gasphase bei hohen Temperaturen. Unsere Arbeiten reichen von der Betrachtung von Energietransferprozessen in angeregten Molekülen und der Kinetik von Elementarreaktionen bis hin zur Untersuchung und Auslegung von Industrieanlagen. Dazu untersuchen wir die Geschwindigkeit von ultraschnellen Reaktionen, entwickeln neue Lasermesstechnik, um berührungslos mit hoher Zeit- und Ortsauflösung den technischen Vorgang beobachten zu können. Ich sehe in meinem Wissenschaftsbereich eine weiter wachsende Bedeutung, sowohl auf der Seite der modernen Verbrennungsforschung, auf der anderen Seite aber auch bei der gezielten Herstellung von Nanomaterialien. Dadurch, dass wir die Vorgänge verstehen, gelingt es uns, Verfahren vom Labormaßstab bis hin in den industriellen Maßstab zu entwickeln. Das ist ein interessantes Spannungsfeld.